Herr Buschmann, Stichwort Betreuungsverfügung. Hört man vielleicht nicht so häufig wie Patientenverfügung und so weiter. Gibt es aber trotzdem. Brauche ich das auch? Es ist meistens eine Ergänzung zu einer Vollmacht oder einer Vorsorgevollmacht, dass man festlegt, falls aus irgendwelchen Gründen auch immer eine Betreuung eingerichtet werden soll, kann ich mit der Betreuungsverfügung festlegen, welche Person meines Vertrauens dann dort eingesetzt werden soll vom Gericht. Mhm. Das kann sich ja im Laufe eines Lebens vielleicht auch ändern. Was ist dann? Muss ich das aktualisieren oder wie geht das? Diese Betreuungsverfügung wird einmalig aufgesetzt, ist natürlich aber dann jederzeit zu ändern, wenn ich mich mit der Person überwerfe oder die Person leider selber nicht mehr lebt zum Beispiel, kann ich da natürlich jederzeit dann die Person meines Vertrauens aktualisieren. Mhm. Die Betreuungsverfügung, schließt die alle Rechtsgeschäfte ein und medizinisch oder worum geht es da? Das entscheidet das Gericht. Es wird dann eine Einzelfallentscheidung passieren, wo das Gericht, der Richter dann festlegt, welche Aufgabenbereiche von dieser Person übernommen werden müssen, sollen oder auch können. Mhm. Wenn ich es unterlassen habe, eine Betreuungsverfügung erstellt zu haben, was passiert dann? Dann könnte gegebenenfalls eine fremde Person, eine externe Person vom Gericht eingesetzt werden, ein sogenannter Berufsbetreuer, der sich dann um meine Belange kümmert. Dankeschön, Heiko Buschmann. Gerne.